Sehr eifrig. Nach ihrem Abitur und einem kurzen Studium in ihrer Heimatstadt in den Fächern Germanistik, Geschichte, Latein, Philosophie und Psychologie, in denen sie keine Antwort findet auf ihre drängenden Fragen nach dem Wesen des Menschseins, seiner Freiheit und Würde, geht sie zwecks weiterer Studien an die Universität Göttingen zu dem großen Philosophen Edmund Husserl. Von ihren Freundinnen wird sie liebevoll verabschiedet.